Am vergangenen Samstag ist der offizielle Start vom Jubiläumsprojekt zum 100-jährigen Bestehen von der Weinbaugenossenschaft Aesch gewesen. Das Projekt ist ein ökologisches Aufwertungsprojekt vom Weinbaugebiet, das bereits grossen Zuspruch erfährt. Zu diesem Anlass ist eine erste Informationstafel enthüllt worden und die Mitglieder von der Weinbaugenossenschaft haben gemeinsam an verschiedenen Projektposten gearbeitet. Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden? Wir haben uns im Vorstand der Weinbaugenossenschaft überlegt, was wir eigentlich machen für 100 Jahre. Wir wollen nicht einfach nur ein Fest machen, das ja übrigens nicht stattfinden konnte letztes Jahr, sondern wir möchten auch etwas für den gesamten Weinberg machen, beziehungsweise für die ganze Gemeinderegion, also nicht nur Weinberg, sondern auch mit den angrenzenden Forst- und Landwirtschaftsflächen. Und etwas, das bleibend ist, etwas, das Veränderung bringt, etwas, das unsere Mitglieder involviert, auch aktiv, und vor allem auch etwas, das der Bevölkerung etwas bringt. Wir haben gedacht, wir wollen einen Kick-off machen, wo wir auch möchten unsere Mitglieder involvieren, wo wir mit ihnen zusammen möchten Aktivitäten entwickeln und mit ihnen zusammen an diesem Projekt arbeiten. Damit das nicht nur etwas ist, das von außen kommt, sondern etwas, das getragen wird von den Mitgliedern und wo sie nachher auch, wie man dem so schön sagt, Neudeutsch, Ownership haben, also dass es ihnen gehört. Auch die Gemeinde Aesch hat sich im Projekt engagiert. Was für eine Bedeutung hat Klaus für Aesch? Ja, Klaus liegt vor der Tür des Dorfes Aesch. Es ist ganz wichtig für die Aescherinnen und Aescher. Man geht hierher, geht Freizeit verbringen, man geht joggen, geht wandern, man bewundert die Reben, man trinkt in der Freizeit den Wein. Also es hat einen riesen Stellenwert für uns Menschen, aber Klaus hat auch einen riesen Stellenwert für die Tiere. Und mit diesem Projekt will man natürlich Biodiversität fördern. Und ganz wichtig, die Trägerschaft ist so gross, es sind so viele verschiedene Player dabei. Und die Gemeinde ist dabei, und die Gemeinde Pfäffingen ist dabei, und die Bürgergemeinde BirdLife, Weinbaugenossenschaft und. Und dass all die an einem Tisch sitzen und das Projekt zusammen vorwärts bringen, Geld reinstecken, und zusätzlich hat man noch so viel Geld können von außen, von Stiftungen, zusätzlich reinkriegen, die diesem Projekt gut kommen. Also das wird eine gute Sache. Und der Auftakt, den wir jetzt hatten, der war massgeschneidert. Und es freut mich extrem, dass wir das Projekt jetzt können helfen lancieren, und ich freue mich, wenn das von Jahr zu Jahr wächst und die ökologische Aufwertung zunimmt. Auslichtungen zur Förderung von der Biodiversität, Wieselburgen gegen die Mäuse und Hirschkäferwiegen als Geburtshaus für Käfer. Was sind die Folgen von deren Aufwertung? Es gibt viele weiche Faktoren, die Sinn von Landschaftsqualität, von Arbeitsqualität, auch Arbeitsethos. Viele Winzer sind so motivierte Menschen, oder viele Landwirte auch, so motivierte Menschen, die wollen etwas Sinnvolles machen. Die wollen einen guten Wein machen, die wollen ein gutes Lebensmittel machen, aber die wollen auch in einer intakten Landschaft sein. Und das ist denen ein ganz grosses Anliegen. Die ganze Erholungsnutzung, die sicher zur Volksgesundheit beiträgt, das landet nicht im Portemonnaie vom Landwirt, aber das sind wichtige Faktoren. Wir erleben es in diesen Monaten sehr gut, wie es ist, wenn man daheim unterwegs ist, wenn man eine schöne Landschaft hat. Dann harte Faktoren, dass zum Beispiel Direktzahlungen können optimiert werden können, wenn mehr Ökologie in und um Rebberg herum ist. Wir haben auch ökonomische Faktoren, die können sein, wenn die Wieselburgen anschlagen und wir haben Wiesel, die hier mehr leben, dann haben wir die Räuber von diesen Mäusen vor Ort, gleich wie wir auch Greifvögel fördern. Und wenn die Mäuse zunehmen, das passiert zyklisch automatisch, dann sind die Räuber schon da und können viel schneller darauf reagieren, als wenn sie irgendwann mal langsam einwandern. Das ist etwas, was ein Winzer, wenn er einen Haufen Mausschäden hat, ökonomisch merkt. Ein anderer interessanter Effekt könnte sein, wie verhalten sich das Wild im ganzen Gebiet von den Wildschäden. Das kann ein bisschen Änderung geben, nur vom Verhalten, nicht vertreiben sie nicht, aber
vom Verhalten, wo stehen sie ein, wo gehen sie in den Reben, verschiebt sich vielleicht. Und etwas, was für die Landwirtschaft ganz wichtig ist, die ganze Bestäubungsleistung von der Vielzahl von Insekten, die es gibt. Bestäubung ist jetzt im Frühling essentiell für die ganze landwirtschaftliche Kultur. Aber die Bestäuber leben das ganze Jahr im Gebiet. Die brauchen nicht nur ein Feuerwerk jetzt, die brauchen das ganze Jahr Nahrung. Weil dann können sie im nächsten Frühling einen Haufen bestäuben. Wenn wir etwas gegen das Insektensterben tun wollen, was absolut relevant ist für eine intakte Landwirtschaft, dann müssen wir unsere Landschaft und auch die Landwirtschaft ökologisch aufwerten. Und da braucht es unendlich viele Details, weil dort findet das Leben statt. Am 14. April hat der Robby-Spielplatz seine Türen wieder aufgetan. Letzte Arbeiten sind gemacht worden, damit die neue Robby-Saison anfangen und die Kinder ihre Hütte beziehen. Wie setzt das Team die Covid-19-Massnahmen um? Für uns gilt es einfach zu schauen, dass wir die Backrichtlinien umsetzen können, was nicht ganz einfach ist, weil wir das doch sehr offen gelernt haben, ein offenes Angebot haben. Bei uns kommen und gehen die Kinder eigentlich, also es ist ja freiwillig und auch die Eltern, sie kommen und gehen, je nachdem bleiben sie länger da und dann muss man auch schauen, dass man eben Kontaktdaten aufgenommen hat, dass Masken tragen, einfach die Sachen, die allgemein gilt. Wir müssen uns regelmäßig informieren, dass wir unsere Richtlinie auch auf den neuesten Stand bringen können. Wichtig ist auch, dass da wir ja auch zum Teil wechselnde Betreuung haben, dass wir die auch immer informieren und auf den neuesten Stand bringen, dass sie das auch dann umsetzen können. Was kann man auf dem Robby-Spielplatz machen? Was ist wichtig zu wissen? Kinder kommen zuerst rein, melden sich bei einer Betreuerin oder bei einem Betreuer an. Dann kommen sie, wenn sie das erste Mal kommen, eine Hütte zuteilt über. Und an dieser Hütte bauen sie. Bauen. Sie kommen vom Robby-Verein eine Kiste mit einem Werkzeug, wo sie auch persönlich behalten können, solange sie auf dem Robby sind. Dann stellen wir das Holz zur Verfügung und Nägel müssen sie kaufen. Und zwar symbolisch, ein Rappen kostet ein Nagel. Wir haben auch andere Aktivitäten, leider sind die jetzt bei Corona ein bisschen eingeschränkt, wie Brot backen, Kerzen ziehen und ein Haufen anderes mehr, wo dann auch auf der Homepage, auf dem Programm immer angekündigt werden. Was sehr wichtig ist, ist zu schauen, dass die Anmeldungen klappen von den Kindern, dass sie auch dann, wenn sie regelmäßig kommen, Notfallblätter mitbringen, dass wir auch den Kontakt zu den Eltern können aufrechterhalten können, wenn jetzt mal etwas wäre oder so. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, die es noch gilt zum Einschaffen, wo man muss so ein bisschen einführen, Sachen zeigen, wie es so ein bisschen läuft, alles, Gespräche führen. Man muss schauen, dass der Platz sicher instand gehalten ist, also dass die Hütten parat sind, dass wir genügend Holz haben, Nägel haben, das Material vorhanden ist. Die Hütten, das sind meistens so Gruppen, die sich gebildet haben. Viele gibt es auch von der Schulklassen, die sich kennen, Kollegen oder aus dem gleichen Quartier. Und die bauen dann in Gruppen meistens von 3 bis 4 oder können auch mehr sein. Kinder bauen die Hütte. Eine Teilgruppe sind nur Mädchen, eine Teilgruppe sind gemischt oder andere sind auch nur Buben. Das kommt dann ganz auf die Zusammensetzung darauf an, wie sie miteinander verstehen. Was ist die persönliche Motivation für die Arbeit auf dem Platz? Ich habe Freude an den Kindern, wenn sie sich verwirklichen können, wenn sie so, sie haben so viele Ideen und so viele Träume von dieser Welt und wenn sie das können zeigen und wenn sie das können umsetzen, wenn sie einen Raum haben, wo sie sich selber können sein, das ist so mein Anliegen, dass Kinder einen Raum haben, wo sie sich dürfen sein und wo sie sich dürfen ausprobieren. Wie kommuniziert der Robby-Verein über sein Angebot?
Wir sind schon präsent, wir machen ja auch regelmäßig Werbung. Also jetzt gerade auf der Robistart haben wir auch in den Schulen Flyer verteilt. Darum haben wir jetzt auch einen Haufen neue Kinder und versuchen natürlich da auch Kinder, die schon präsent, also schon oft bei uns waren, auch weiterzuziehen und auch neue Kinder anzuwerben. Wir haben auch ab und zu Einträge im Wochenblättchen, wenn etwas Spezielles, ein Anlass ansteht oder etwas. Wir haben Flyers aufgehängt mit dem Jahresprogramm, das in den Schaukästen ist in der Gemeinde. Also wir versuchen auch wirklich Werbung zu machen, um die Leute und vor allem auch die Kinder anzulocken. Und wie man sieht, also funktioniert das recht gut.